Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video aus der Reihe Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wir hatten im letzten Video ja bereits die Kovarianz kennengelernt als eine Kenngröße, die man zwei Zufallsvariablen zuordnen kann. Davor hatten wir uns beschäftigt mit dem Erwartungswert oder der Varianz. Das waren immer Kenngrößen, die man halt auf einer Zufallsvariable berechnet. Und die Kovarianz hilft uns eben in gewisser Weise den linearen Zusammenhang zu berechnen, die Korrelation zwischen zwei Zufallsvariablen, und liefert uns dafür halt ein Maß quasi. Und ich möchte heute in diesem Video nochmal ein paar Eigenschaften dieser Kovarianz durchsprechen und auch nochmal ein Beispiel machen. Wir werden auch nochmal eine Sache beweisen, die ich schon mal so angekündigt hatte, wo ich zu dem Zeitpunkt aber eben halt keinen Beweis für gegeben habe. Das erste, was ich durchsprechen wollte, ist, dass, wenn wir uns die Definition der Kovarianz nochmal anschauen, und zwar, wir schauen uns das Ganze mal an für die Kovarianz zwischen x und x. Also, wir haben die Zufallsvariable x und wir möchten, oder ich interessiere mich für die Kovarianz von x mit sich selbst. Dann folgt das aus der Definition, dass wir ja gesagt haben, wir nehmen x minus den Erwartungswert von x und multiplizieren das eben mit dem hier minus seinen Erwartungswert. Und da das dasselbe ist, steht hier also der Erwartungswert von x minus e von x und das Ganze ins Quadrat. Und das kennen wir schon, das ist nämlich genau die Varianz. Also direkt aus der Definition der Kovarianz folgt, dass die Kovarianz einer Zufallsvariable mit sich selbst identisch ist zur Varianz dieser Zufallsvariable. Und als nächstes wollte ich mir nochmal die Varianz der Summe von zwei Zufallsvariablen anschauen. Also wenn ich zwei Zufallsvariablen x und y habe, dann hatten wir schon mal in einem der vorherigen Videos gesagt, dass die Varianz von x und y dann sich ergibt als die Varianz von x plus die Varianz von y, aber nur dann, wenn die beiden Zufallsvariablen unabhängig waren. Und heute wollte ich das Ganze mir mal allgemein anschauen, also was ist, wenn die Zufallsvariablen eventuell nicht unabhängig sind und wie folgt dann der Fall mit der Unabhängigkeit eben als Spezialfall. Also gut, wir haben diese beiden Zufallsvariablen x und y und wir interessieren uns für die Varianz von dem Ganzen, von den beiden. Zunächst mal folgt direkt aus der Definition der Varianz, dass ich, wenn ich die Varianz von x und y berechnen will, ich ja im Grunde den Erwartungswert berechne von diesem x plus y abzüglich dessen Erwartungswert, und der ist natürlich aufgrund der Linearität des Erwartungswertes halt Erwartungswert von x plus Erwartungswert von y. Und weil ich das Ganze hier abziehen soll, steht hier eben in beiden Fällen ein Minus und das Ganze eben ins Quadrat. Das ist erstmal nur die Definition der Varianz. Und jetzt kann ich das Ganze noch ein bisschen geschickt anordnen. Also ich kann auch schreiben, ich habe den Erwartungswert von diesem x minus e von x plus y minus e von y und das Ganze ins Quadrat. Also ich habe die Terme hier nur anders geklammert. Ich habe dieses x minus das e von x hier in diese Klammer geschrieben und ich habe das y minus e von y habe ich in diese Klammer geschrieben. Dazwischen steht ein Pluszeichen, das Ganze soll ins Quadrat gehoben werden. Und jetzt kann ich das im Inneren hier, kann ich natürlich mit Hilfe der binomischen Formel erstmal ausmultiplizieren und dann kann ich wieder die Linearität des Erwartungswertes einsetzen und dann kriege ich für den ersten Summanden, habe ich also dieses x minus e von x ins Quadrat, das ist das hier, das steht hier. Und davon soll ich ja den Erwartungswert bilden. Hinten habe ich wieder stehen y minus e von y ins Quadrat und auch davon soll ich den Erwartungswert bilden, das ist dieser Term hier. Und in der Mitte steht dann immer 2 mal das mal das, also 2 mal, die 2 habe ich schon rausgeholt, 2 mal der Erwartungswert von x minus e von x mal y minus e von y. Und hier kann man sich jetzt schon überlegen, was diese Terme sind. Das hier, dieser linke Term hier, das ist nämlich genau die Varianz von x. Das hier, das ist die Varianz von y und das hier ist halt per Definition die Kovarianz zwischen e, x und y. Das heißt also, die Varianz von x plus y kann ich schreiben als die Varianz von x plus die Varianz von y plus 2 mal die Kovarianz von x und y. Und das folgt mehr oder weniger direkt aus der Definition der Varianz. Stellt man diesen Term hier ein bisschen um, multipliziert aus, benutzt die Linearität des Erwartungswertes und dann hat man diesen Zusammenhang hier schon nachgewiesen. Und wie ich gerade eingangs schon sagte,
Wir hatten schon mal die Behauptung aufgestellt, wenn x und y unabhängig sind, dass sich dann die Varianz ergeben soll als Varianz von x plus Varianz von y, dass dann also dieser Term hier quasi nicht mehr relevant ist. Und das müssen wir natürlich jetzt auch noch uns überlegen, dass das wirklich so stimmt. Wir wissen aber bereits, dass für unabhängige Zufallsvariablen x und y gilt, dass der Erwartungswert des Produktes sich ergibt als Produkt der Erwartungswerte. Also wenn die Zufallsvariablen x und y unabhängig sind, dann kann ich sozusagen bei diesem Produkt ebenfalls die Erwartungswerte einzeln bilden und anschließend multiplizieren. Das hatten wir damals, als wir über die Erwartungswerte gesprochen haben, hatten wir das auch formal korrekt bewiesen, dass das hier gilt. Und mit dem Verschiebungssatz für Kovarianzen gilt natürlich, dass die Kovarianz von x und y sich ergibt zu der Erwartungswert von x mal y minus e von x mal e von y. Das ist erstmal der Verschiebungssatz. Und wenn die jetzt halt unabhängig sind, x und y, also diese Eigenschaft hier oben auch noch gilt, dann steht hier im Grunde e von x mal e von y und das Ganze ziehe ich voneinander ab und dann bin ich direkt mal bei 0. Das heißt also, hier habe ich auch nochmal den Beweis dafür, dass für unabhängige Zufallsvariablen x und y die Kovarianz 0 ist. Und dann kann man sich eben überlegen, wenn ich halt jetzt die Varianz dieser Summe betrachte, dann ist dieser letzte Term plus 2 mal Kovarianz ist dann eben halt 0. Und dann gilt genau das, was ich behauptet hatte, nämlich für unabhängige Zufallsvariablen ist die Varianz der Summe, ergibt sich als Summe der Varianzen. Und wenn die Zufallsvariablen eben nicht unabhängig sind, dann muss ich noch zweimal die Kovarianz zwischen den beiden drauf addieren. Jetzt wollte ich noch ein Beispiel machen. Und zwar habe ich mir nochmal die Zufallsvariablen x und y genommen, die wir halt im letzten Video schon besprochen hatten. Die hatten wir so definiert. Also wir hatten die Zufallsvariable x, die sollte die Werte minus 1, 0 und 1 annehmen können. Und zwar jeweils mit die Zufallsvariable y sollte die Werte 1, 2 und 4 annehmen können. Und das sollten die Wahrscheinlichkeiten dafür sein, dass die jeweiligen Werte angenommen werden. Wir hatten auch schon gesagt, dass hier rechts am Rand quasi die Wahrscheinlichkeit dafür steht, dass y überhaupt den Wert 1 annimmt oder y überhaupt den Wert 2 annimmt. Beziehungsweise, dass hier unten steht dann die Wahrscheinlichkeit dafür, dass x überhaupt den Wert minus 1 annimmt und so weiter und so fort. Und wir hatten auch im letzten Video bereits hergeleitet, dass der Erwartungswert von x hier eben 0,1 ist, der Erwartungswert von y ist 2,2, die Varianz von x ist 0,69, die Varianz von y war 1,56 und die Kovarianz zwischen den beiden war 0,38. Und mit dem, was wir heute in diesem Video hergeleitet haben, wissen wir also auch, dass dann, wenn ich eine neue Zufallsvariable z definieren würde als x plus y, dann wissen wir sowieso schon, dass deren Erwartungswert 2,3 sein muss, also diese 0,1 plus diese 0,2. Und wir wissen eben auch, dass die Varianz von z sich jetzt ergeben müsste als die Varianz von x plus y. Also die Varianz von x plus der Varianz von y plus 2 mal der Kovarianz von x und y. Und das ist eben mit den Zahlen, die wir aus dem letzten Video schon kennen, 0,69, das ist hier die Varianz von x, 1,56, das ist die Varianz von y und zweimal die Kovarianz 0,38 und das gibt in Summe eben die 3,01. Wenn man das jetzt nochmal auf einem anderen Weg überprüfen möchte, ob das wirklich so stimmt, das macht ja immer Sinn, dass man die Sachen nochmal gegencheckt, vielleicht hat man sich ja eben vertan oder vielleicht stimmen ja die Formeln irgendwo nicht, die wir hergeleitet haben, dann macht es Sinn, sich einfach nochmal die Massenfunktion von diesem z hier zu überlegen. Die Massenfunktion von z ist nämlich gegeben als diese Tabelle und das kann man sich relativ leicht überlegen. Wenn ich mir die Summe anschaue, also x plus y anschaue, dann kann ja das Kleinste, was man so kriegen kann, ist eben eine 0 und zwar kriege ich die, wenn ich eben hier diese minus 1, wenn ich diese plus 1 mit dieser minus 1 aufaddiere, dann könnte ich als nächstes kriegen eine 1 plus 0, das wäre 1 oder ich könnte eine 1 plus 1 kriegen, das wäre eine 2. Oder eben halt, wenn ich hier diese 2 mit dieser minus 1 aufaddiere, gibt es ebenfalls wieder eine 1 und so weiter und so fort. Das Größte, was man so kriegen kann, ist eine 5. Das wäre, wenn ich hier 4 plus 1 habe. Und die Wahrscheinlichkeiten, die kann ich im Grunde auch aus dieser Tabelle hier ablesen, weil ich weiß nämlich zum Beispiel, die 0, die kriege ich nur dann, wenn y1 und x minus 1 ist. Und die Wahrscheinlichkeit dafür ist 0,1. Die 1, die kann ich wiederum kriegen, indem ich hier y gleich 1 und x gleich 0 wähle. Das ist also die Wahrscheinlichkeit 0,2, dass das passiert. Oder aber indem ich für y2 und für x minus 1 wähle. In beiden Fällen wäre die Summe 1
Und damit ist die gesamte Wahrscheinlichkeit hier, weil die Wahrscheinlichkeit, diese Ereignisse hier sind ja disjunkt, also ist die Wahrscheinlichkeit 0,4. Genauso könnte ich die 2 kriegen, indem ich hier für y 2 wähle und für x gleich 0 wähle. Die Wahrscheinlichkeit ist aber 0. Alternativ dazu kann ich natürlich halt auch y1 wählen und x1 wählen. Die Wahrscheinlichkeit ist 0,1 und damit habe ich hier in der Summe 0,1 stehen. Und so kann man jetzt mit dieser Überlegung diese ganze Tabelle eben auffüllen und hat damit die Massenfunktion von z. Und dann kann man wieder ganz klassisch direkt aus der Definition des Erwartungswertes eben zum Beispiel berechnen, dass der Erwartungswert tatsächlich genau 2,3 ist, also genau das, was ich hier schon vorhergesagt habe, mit den Eigenschaften, die ich halt über den Erwartungswert kenne. Und ich kann auch ausrechnen, dass der Erwartungswert von z², also von dem Quadrat dieser Zufallsvariable, eben 8,3 ist. Auch das kann ich einfach berechnen, indem ich ein 0² mal 0,1 plus 1² mal 0,4 plus 2² mal 0,1 und so weiter und so fort, bis eben 5² mal 0,2 durchrechne. Da komme ich genau auf 8,3. Und aus dem Verschiebungssatz für Varianzen folgt jetzt eben halt, dass die Varianz von z sich ergibt als 8,3 minus 2,3². Und das sind genau wieder die 3,01, die ich hier eben oben auch schon vorhergesagt habe, aus dem, was wir in diesem Video hergeleitet haben. Das Einzige, was wir jetzt noch zum Thema Kovarianzen besprechen möchten, ist der Begriff der sogenannten Kovarianzmatrix. Und der wird immer dann interessant, wenn ich jetzt nicht nur zwei Zufallsvariablen habe, sondern wenn ich halt mehrere, noch mehr Zufallsvariablen habe. Man spricht dann in der Regel von so einem Zufallsvektor. Also ich habe so ein fett gedrucktes x hier. In der Mathematik bezeichnet man so Vektoren eben ganz oft mit so einem Fettdruck. Also ich habe so ein x hier, das soll so ein Vektor von Zufallsvariablen sein. Der soll es jetzt in diesem Fall n Stück geben. Und dann nennt man einfach wenn ich so eine Matrix aufbaue, wo ich halt in jedem Zeile und Spalte die Kovarianz zwischen den entsprechenden Zufallsvariablen aufschreibe, dann nennt man das eben Kovarianzmatrix von diesem Zufallsvektor. Und das ist natürlich eine Matrix mit n Zeilen und n Spalten, weil ich muss ja hier in jeder Spalte sozusagen einmal die ganzen Zufallsvariablen durchgehen und hier in den Zeilen eben halt auch. Also habe ich so eine Matrix mit n Zeilen und n Spalten. Die Kovarianzmatrix hat natürlich auch ein paar interessante Eigenschaften, und zwar ist die symmetrisch. Das heißt also hier zum Beispiel, in dieser rechten oberen Ecke steht die Kovarianz von x1 und xn, und hier unten steht die Kovarianz von xn und x1, aber das ist natürlich dasselbe, also das folgt auch wieder direkt aus der Definition der Kovarianz, dass das eben dasselbe sein muss. Und auf der Hauptdiagonale stehen die Varianzen der Zufallsvariable. Auch das hatten wir in diesem Video schon kurz andiskutiert, nämlich wenn ich die Kovarianz von x1 mit sich selber bilde, ist das ja nun mal genau die Varianz von x1. Also die Kovarianzmatrix ist symmetrisch, aber man kann sie sozusagen an der Hauptdiagonale spiegeln, und auf der Hauptdiagonale selber stehen die Varianzen der Zufallsvariablen. Das bedeutet insbesondere auch, wenn die Zufallsvariablen in diesem Vektor alle unabhängig voneinander sind, sind deren Kovarianzen ja alle 0, auch das hatten wir in diesem Video kurz bewiesen, sodass dann also das Ganze hier zu einer Diagonalmatrix verkommt. Und jetzt gilt eine Eigenschaft, die haben wir im Grunde so in der Form schon hergeleitet, aber eben nicht für Matrizen. Und zwar, wenn ich eine Matrix A habe, so eine M kreuz N Matrix, und einen Vektor habe mit N Elementen, dann gilt analog zu der Kovarianz von zwei Zufallsvariablen, nämlich dass die Kovarianz von A mal X plus B sich ergibt als dieser Term hier, also A mal Kovarianz von X mal A transponiert. Insbesondere fällt diese Verschiebung B wieder weg. Das hatten wir schon hergeleitet für zwei Zufallsvariablen, dass da diese lineare Verschiebung nichts ausmacht, weil die Kovarianz ja immer nur die Abweichung zum Mittelwert bewertet. Und wenn ich die Zufallsvariable eben verschiebe, dann verschiebt sich der Mittelwert ja mit. Und auch das mit diesem A haben wir in dieser Form so ähnlich schon hergeleitet. Haben wir nämlich bei einfachen Zufallsvariablen, hatten wir nämlich herausgefunden, dass das a sozusagen quadratisch aus dieser Varianz oder der Kovarianz eben rauskommt. Und das haben wir in gewisser Weise hier ja auch. Wir haben das a ja auch zweimal da stehen. Aber damit das eben halt quasi zusammenpasst von den Zeilen und Spalten bei der Matrixmultiplikation, habe ich halt das a hier vorne einmal stehen und hier hinten einmal transponiert. Diese Eigenschaft, die werden wir später noch ein paar Mal brauchen, wenn wir mit
komplexeren Zufallsvektoren rechnen wollen. Das kann man sich jetzt schon mal merken. Gut, das war's auch schon wieder. Wir haben noch mal ein paar interessante Eigenschaften der Kovarianz durchgesprochen. Wir haben gesagt, dass die Kovarianz von unabhängigen Zufallsvariablen immer 0 sein muss. Und die Kovarianz von einer Zufallsvariable mit sich selber entspricht eben der Varianz dieser Zufallsvariable. Wir haben uns über die Varianz von Summen nochmal Gedanken gemacht und eben gezeigt, dass wir die auch im Fall der Abhängigkeit oder der Korreliertheit eben berechnen können, indem wir eben halt die Varianz von x plus y berechnen als Varianz von x plus Varianz von y plus 2 mal Kovarianz von x und y. Wir haben ein Beispiel dazu gemacht und wir haben jetzt hier auf der letzten Folie noch die Kovarianzmatrix kennengelernt und eben halt diese lineare Transformationseigenschaft für die Kovarianzmatrix. Ganz herzlichen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.